wollte eigentlich Berufsoffizier werden. Zwar, weil ich da Sport, insbesondere Alpinismus, mit Beruf verbinden hätte können. Aber das wollte ich als Kind. Ich habe das Gymnasium besucht, habe da eine gute Allgemeinbildung gekriegt. Leider Gottes, die technische Affinität ist untergegangen. Die wertvollste Berufserfahrung ist für mich, du musst als Bürgermeister immer die Dinge gesamtheitlich betrachten. Also nicht nur eine Medaille hat mindestens 2 Seiten, oft einmal sind es 3, 4 Seiten. Und ich glaube, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, muss man das gesamtheitlich betrachten. Und erst dann kann man auch sagen, okay, und so entscheide ich mich jetzt. Die Energie danke bei meiner Familie, zurzeit bei meinem Enkelbum. Traumschön und natürlich im Sportbereich. Also Winter bei den Skitouren, im Sommer beim Tennisplatz und beim Mountainbike. Über Menschen, die heute, über die Politiker, über jene, die Verantwortung für das Land, für die Gemeinde tragen, schimpfen. Und selber eigentlich, muss man sagen, kann Anstrach dazu beitragen für Gemeinsamkeit, für eine florierende Gemeinschaft. Ja, ich möchte viele andere Länder kennenlernen. Das möchte ich einfach nur. Kulturen und andere Länder, das interessiert mich und das will ich jetzt machen. Ich bin gerade mit den Kollegen dabei, eine Überseereise zusammenzustellen, mit mindestens 5 Wochen. Allerdings jetzt in Covid-Zeiten ein bisschen schwierig, aber mir ging das für das nächste Frühjahr schon zusammen, also bin ich mir ganz sicher. Nein, das möchte ich nicht. Das wäre hochnäsig, das wäre arrogant. Ich glaube, jeder Mensch hat gute Seiten, hat weniger gute Seiten. Und wenn ich heute auch etwas lernen will, dann werde ich überall etwas Gutes finden und etwas Nettes finden. Und das findet er bei jedem Menschen. Ja, wie heißt es so schön, mehr auf das Verhältnis Arbeit, Lebensfreude schauen. Das würde ich jetzt ein bisschen anders machen, als wir es betrieben haben. Ja, vor allem, dass sie zusammenhalten. Nicht jetzt nur im Gemeinderat zusammenhalten, dass sie zusammenarbeiten, unterschiedliche Meinungen, ja, aber dass sie schlussendlich gemeinsam einen Strang ziehen, das aber an die Bevölkerung weitergeben. Denn das ist mein Leitsatz: Gemeinde basiert nur gemeinsam.